dass ich nicht recht verstehen kann. Gott bietet mir die Freundschaft an. Ich vernahm es erst durch das Radio. Durch Gottes Gnade, welch ein Glück, kann jeder Mensch zu ihm zurück. Auch für ein Wrack wie mich war Gnade da. Die Schuld ist weg, die Angst vorbei, durch Gottes Liebe bin ich frei. Ich vernahm es erst durch das Radio. Ein Anker, der mein Leben hält, hat Gott in Jesus mir gestellt. Ich vernahm es erst durch das Radio. Leben leer wie Wüstensand, verwandelt in gutes Land. Ich vernahm es erst durch das Radio. Wenn dieses nicht gewesen wäre, mein Leben wäre verloren ohne Hoffnung, ohne Halt. Doch Jesus einen Ausweg fand, sanft ergriff meine Hand. Ich vernahm es erst durch das Radio. Jesus schenkt Gerechtigkeit, durch sein Blut bin ich befreit. Ich vernahm es erst durch das Radio. Die Seele ihren Frieden fand, Geborgenheit aus Gottes Hand. Ich vernahm es erst durch das Radio. Erzählen will ich's jedermann, dass man auf Jesus bauen kann. Und welch ein guter Freund uns Jesus ist.
Amém. Aleluia. As crianças que ainda estiverem aqui podem descer para o culto infantil, que já está acontecendo lá no piso inferior. Wir dürfen jetzt unsere Frauen mal nach oben bitten. Agora queremos convidar nossas esposas para subir. Alle Frauen, die zum Quartett gehören, as esposas dos componentes do quarteto Heros. Wir werden uns jetzt einmal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Nós queremos nos apresentar uma vez mais para vocês saberem com quem vocês estão lidando. Dieses hübsche junge Ehepaar ganz außen von mir kommt aus den USA. Bonito casal aqui à esquerda vem dos Estados Unidos. Pastor David Rüb und seine Frau Rita. É o pastor David Rüb e a sua esposa Rita. Daneben steht unser Musikus. Ao seu lado. Er ist eigentlich Österreicher. É, vem de ist aber in Deutschland, Áustria. Ist aber in Deutschland geboren. Mas nasceu na Alemanha. Und lebt jetzt seit vielen Jahren in der Schweiz. E mora hoje muitos anos na Suíça. Er selber sagt von sich, ich bin eigentlich nur ein Europäer. E ele mesmo diz, eu sou apenas um europeu. Das ist Edwin, Pastor Edwin Donnerbauer mit seiner Frau é Ruth aus der Schweiz. Edwin Donnerbauer com sua esposa Ruth. Der älteste in unserer Gruppe ist Günther, Pastor Günther Masuch mit seiner Frau Pastor Lydia. Pastor Günther Masuch e a sua esposa é o mais idoso do nosso time. Die jüngsten unter uns, o mais jovem do nosso meio, das, also sagen wir mal, das jüngste Ehepaar, é o uns, casal mais jovem, diga-se de passagem, sind Franz und Anna-Marie Kuiper aus Karlsruhe. Eles são Franz e Anna-Marie de Karlsruhe, na Alemanha. Und diese hübsche junge Frau, e esta linda jovem mulher, ist meine frühere Verlobte. Era minha antiga noiva. Wir sind im nächsten Jahr 50 Jahre verheiratet. É, no próximo ano vamos completar 50 anos de casados. Wie alle unsere, wir haben alle noch unsere ersten Frauen. Ganz e wichtig. Nós todos ja. Temos a nossa primeira esposa, que é muito importante. Und wir sind alle miteinander mit unseren Frauen durch dick und dünn gegangen. E nós todos atravessando lugares espaçosos, mas também apertados por nossas esposas. Wir haben zusammengehalten. Mas nós seguramos juntos. Wir haben zusammen 48 Enkelkinder. Nós temos junto 48 netos. Und davon haben meine Frau und ich alleine 24. E desses aí, eu e minha esposa sozinho somos avós de 24. Okay, und jetzt einen kräftigen Applaus für 24 Enkelkinder. Grande aplauso para os netos. Okay, wir werden jetzt mit unseren Frauen gemeinsam ein wunderschönes Lied singen. Nós vamos cantar agora hino junto com as nossas queridas esposas. Danach singen wir als Quartett, als gemischtes Quartett ein Lied. E depois nós vamos cantar mais hino assim misturados. Und was danach dann kommt, ist eine Überraschung für euch. E o que vem depois vai ser uma surpresa. Wir wollen Frieden bringen, komm, stimme mit uns ein. Lass uns die Stimmen erheben, auf Schaum zu reden und für dich sein. Wir wollen Zeit.
Eu louvo ao Senhor, amados, olhando para esses casais, anciões, todos eles com mais de 40 anos de casados, dois deles acima de 50 anos de casamento, e aqui estão louvando, adorando o nome do Senhor, sendo um exemplo para as nossas gerações mais jovens. Depois ainda vão ser apresentados demais irmãos que ainda acompanham esta caravana. E agora vamos estar ouvindo, então, os dois casais louvando o Senhor. Agora uma surpresa. Wir haben also heute Abend vernommen, dass ihr eine sehr, sehr musikalische Gemeinde seid.
Nós observamos que estamos numa igreja muito, muito musical nessa noite. Euch am liebsten alle mit nach Deutschland nehmen. E eu gostaria, na verdade, de levar vocês todos juntos para a Alemanha. Auch den Chor. Também o coral. Bei uns in Deutschland gibt es keine Chöre mehr. Warum? Ich weiß es nicht. Na Alemanha não existe mais corais. Por que? Eu não sei. Aber ich möchte gerne wissen, ob ihr auch zu einem Playback singen könnt. Mas eu gostaria de saber se vocês também conseguem cantar com playback. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Lied in Brasilien sehr, sehr bekannt ist. Eu ouvi dizer que esse hino que nós vamos cantar é muito conhecido aqui no Brasil. Und ich glaube, dieses Lied ist auf der ganzen Welt sehr bekannt. Mas eu creio que esse hino também é conhecido no mundo inteiro. Und dieses Lied heißt: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. E este hino diz: Senhor meu Deus, oh grande Deus. Ok. Also, jetzt kommt gleich das Playback. Agora logo vem o playback. Ihr braucht nur auf mich zu achten. Vocês só precisam olhar para mim. Und dann singen, wenn ich den Einsatz gebe. E quando eu der a introdução. Und aufhören, wenn ich aufhöre. E quando eu. Aber alle, die Deutsch können. Mas todos que puderem cantar em alemão aqui und auch Deutsch lesen können, e puder ler em alemão, die möchte ich bitten, auf Deutsch zu singen. Eu gostaria de pedir a vocês para cantar und em alemão alle comigo. Anderen, die das nicht können, auf Portugiesisch. E os demais que não saberem o alemão, cante em português mesmo. Wir haben das in Deutschland probiert. Nós tentamos fazer isso na Alemanha. Es gibt in Karlsruhe, da wo wir vier leben, aonde nós moramos em Karlsruhe, eine kleine brasilianische Gemeinde, und übrigens herzliche Grüße an euch von dort. Tem uma pequena igreja de brasileiros lá e manda uma saudação calorosa para vocês aqui. Wir waren gerade am letzten Sonntag dort und dort haben wir es probiert. E domingo passado nós estivemos lá e nós fizemos uma prova lá, se isso funcionou. Und es hat funktioniert. E isso funcionou. Also, wenn ich nach Karlsruhe zurückkomme. E isso quer dizer que quando eu voltar para lá em Karlsruhe. Und sage, dass das hier nicht geklappt hat. E dizer para eles que vocês não conseguiram fazer isso. Dann werden die Brasilianer in Deutschland ganz traurig sein. Então os brasileiros lá na Alemanha vão ficar muito tristes. Ok, wollen wir aufstehen dazu? Ist das vamos möglich? Nos colocar de pé e vamos cantar? Vamos fazer um grande coral nesta noite. E você que está nos assistindo de casa, cante junto, por favor, para que os vizinhos escutem e glorifiquem ao Senhor. É uma noite de festa, uma noite de alegria. É o culto da família, né? E nós estamos aqui para adorar ao Senhor.
sein göttlich Handeln. Am Kreuz bezahlen viele Sünder Schuld. Cantar agora uma vez o corinho, só em português, para eles ouvir. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que virão de todas as tribos, línguas e nações e se apresentarão perante Ele. Tome assento, queridos. Tome assento e vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite tão adorável, maravilhosa. Aproveite a oportunidade de glorificar ao Senhor neste dia, porque este foi o dia que Ele nos fez. Es ist nicht zu spät für dich, wenn du zu